Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne mal mein Draufgängerbild zeigen. Und zwar, das ist auch kein Metabild, das ist wieder ein selbst erstelltes Bild von mir, so wie ich es für mich am besten finde, womit ich gut klarkomme. Und ich finde, so lässt sich der ziemlich gut spielen und macht auch sehr viel Spaß, der Draufgänger, muss ich sagen, und haut ordentlich Schaden raus. So, wollen wir auch gleich mal gucken. Nee, Moment, wir gehen lieber hier rein. Das finde ich irgendwie sympathischer. So, und zwar habe ich hier oben als erstes Betrugskunst. Ne? Die Passive ist klar, bekommen wir Initiative. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Dieb auskennt, weiß das. Und ich habe hier ausgewählt Kitzel des Verbrechens. Beim Stehlen erhaltet ihr und alle Verbündeten in der Nähe 10 Sekunden lang Wut und Macht und Eile. So, das ist natürlich eine Alternative. Man kann auch das nehmen, Schnelligkeit. Aber ich habe mich doch hierfür entschieden, weil ich, da komme ich dann nachher nochmal drauf zurück, doch mit dem Draufgänger sehr agil bin und viel halt auch mit Ausdauer zu tun hat und ich so natürlich noch mehr Schaden raushaue. So, das zweite ist, erhöht die maximale Initiative um 3. So, und hier habe ich auserwählt. Hier habe ich ausgewählt, ertragreicher Diebstahl. So, stehen gewährt euch und einem Verbündeten in der Nähe Elan. So, das ist jetzt auch der Grund, was ich gesagt habe, weil ich halt hier mehr auf Ausdauer bin, dass ich hier Elan ausgewählt habe. Weil wir stehlen Segen und bekommen halt 10 Sekunden Elan, Ausdauerregeneration. Andere Alternative wäre natürlich noch der Trickster. Verringert die Wiederaufladung von Tricks und entfernt einen Zustand. Das wäre natürlich sehr optimal für hier. So könnten wir das auf von 18 auf 14 Sekunden, glaube ich, reduzieren. Und entfernen dabei noch einen Zustand, wenn wir uns rückrollen. Aber das mit dem Ausdauerregeneration, mit der Elan, bin ich jetzt besser mitgefahren. So, hier kriegen wir nochmal Schadenserhöhung pro Initiative. Stehlen wird schneller aufgeladen. Die Passive, ne? So, und bei dem letzten habe ich Fingerfertigkeit. Stehlen macht das Ziel zusätzlich benommen. Verringert die Wiederaufladezeit von Stehlen 20%. So, hier haben wir das. Stehlen macht so viele Sachen jetzt. Wut, Macht, Eile, Elan, Benommen, Stehe 2 Segen, Initiative 2, Anzahl der verbindenden Ziele 5. Ne, das ist also schon ziemlich geil. Als zweites habe ich kritische Schläge. Kritische Schläge. Scharfer Beobachter. Eure Chance auf kritische Treffer ist erhöht, während eure Lebenspunkte über der Schwelle liegen. 90% und 5% Crit-Chance. Ich habe auserwählt, schon wieder, was ist denn los heute mit mir? Ausgewählt, Seitenschlag. Erhaltet einen Bonus-Chance auf einen kritischen Treffer, wenn ihr einen Gegner von der Seite oder von hinten trefft. Erhöhte kritische Chance 7%. So, das zweite, unablässige Schläge. Erhaltet Wut, wenn ihr einen Gegner trefft, dessen Lebenspunkte sich unter der Schwelle befindet. Lebenspunktschwelle 90 und Wut 4 Sekunden, Entschuldigung, 20 kritische Trefferchance, 20% und Wildheit. Hier habe ich ausgewählt, geübte Toleranz, erhaltet Wildheit basierend auf eurer Präzision. Da ich sehr viel Präzision habe, habe ich das auserwählt. Es gibt's doch nicht. Auserwählt. Entschuldigung. Habe ich das gewählt, weil ich 10% mehr Wildheit dadurch habe. So, wilde Schläge, erhaltet erhöhte kritische Treffer, Schaden gegen Feinde, deren Lebenspunkte sich über der Schwelle befinden. Schadenserhöhung 10%, Lebenspunkteschwelle 50%. So, alle die halt über der Schwelle sich befinden, bekomme ich erhöhten Schaden. Das letzte, was ich auserwählt habe, also langsam reicht's. Egal, ich wähle es halt aus. Auserwählt. Die Fähigkeit ist halt für mich auserwählt. Keine Gnade. Landet ihr einen kritischen Treffer, solange ihr unter der Wirkung von Wut steht, erhöht sich die Dauer der Wut.
erhaltet erhöhte Wildheit, solange ihr unter der Wirkung von Wut steht. Da wir sowieso viel Wut kriegen und so, ist das natürlich noch optimal. Alternativ, ja, könnte man das oder das nehmen, aber nee, das ist dann doch das Beste. So, und das Letzte, nochmal auch noch für alle, die Spezialisierungen können nur unten in dem letzten Feld ausgewählt werden. Jetzt mittlerweile müssen es viele oder fast alle eigentlich wissen, aber es ist nur für das untere Feld. Da wird nur die Draufgänger-Spezialisierung angezeigt, in den anderen nicht. Weil ich das jetzt immer noch in den Chats lese und die Leute fragen, wie macht man das? So, hier habe ich halt die Draufgänger-Spezialisierung. Man kann halt Stäbe führen. Das erste Passive ist körperliche Überlegenheit. Erhaltet Zugriff auf die physischen Fertigkeiten-Kategorie. Eure maximale Ausdauerschwelle wird erhöht. So, und dadurch, dass wir das halt haben, die Draufgänger-Spezialisierung, kriegen wir drei Ausdauer anstatt zwei. So, hier habe ich auserwählt, Chaosbeherrschung verursacht mehr Schaden bei Gegnern innerhalb der Reichweitenschwelle. Schadenserhöhung ist 7%, Reichweitengrenzwert ist 360. Also alles, was ich halt innerhalb der 360 will, außerhalb, ist halt weniger als 7%. So, das nächste, erhaltet Lebenspunkte, wenn ihr einen Angriff erfolgreich ausweicht. Da wir jetzt sowieso sehr viel auf Ausdauer und Ausweichen sind, ist das sehr nützlich. So, hier habe ich auserwählt, Meister des Stabs. Während ihr einen Stab führt, erhaltet ihr für jeden ausgegebenen Initiativpunkt Ausdauer. Ist eure Ausdauer nicht voll aufgefüllt, während ihr einen Stab führt, verursacht ihr Bonusschaden. Schadenserhöhung ist dadurch 10%, Ausdauer pro Initiative 2. Das ist gut. So, erhaltet, also Ausdauerdieb, erhaltet Ausdauer, wenn ihr erfolgreich von einem Gegner stehlt. So, und hier habe ich ausgewählt, ungehinderter Kampf. Eure Fertigkeit ausweichen wird ersetzt durch ein Vorpreschen auf große Distanz, das Zustände behindert und Eile gewährt. Wenn ihr ausweicht, euer erlittener Schaden wird für eine gewisse Zeit verringert, nachdem ihr ausgewichen seid. So, hier steht es nochmal: ungehinderter Kampf 4 Sekunden, 10%, also minus 10% erlittener Schaden und minus 10% erlittener Zustandsschaden. Also, das ist, also finde ich wirklich sehr geil. Ist natürlich das jetzt hier ist auch nicht schlecht. Also, für alle, die es nicht wissen, beim Draufgänger, die letzte hier, da wählt ihr aus, wie ihr ausweicht. Normalerweise, das normale Ausweichen ist ja immer eine Rolle, aber jetzt durch den Draufgänger, was ich jetzt hier ausgewählt habe, ist halt dieses Vorpreschen. So, und zwar, wenn ihr jetzt Ausweichen drückt, prescht er halt so nach vorne. Ne? Ups. Prescht ihr halt so nach vorne, das sollte jetzt nicht passieren. Prescht ihr halt nach vorne. Wenn ihr jetzt das hier wählt, Lotus Training, weicht Angriffen aus, schleudert Schaden verursachen durch und belegt Feinde mit mehreren Zuständen, dann ist das Ausweichen jetzt, wenn ihr ausweicht, so. Und wenn ein Gegner da ist, dann schmeißt er Dolche. Jetzt ist es nicht, weil es ist nur in der Nähe von Gegnern. Und das andere ist hüpfender Ausweicher. So, hüpfender Ausweicher hat nochmal 10% mehr Schaden. Und hier habt ihr halt 10% mehr Zustandsschaden. Hier haltet ihr ein bisschen mehr aus. Und hier ist natürlich dieser hüpfende. So, und ihr macht dann Schaden. Und während ihr halt das macht, hat man halt 10% Bonusschaden. Ist auch sehr gut. Ist auch nicht schlecht, aber ich finde das hier besser, weil das mit der Ausweichung und so ist ziemlich nice. So, kommen wir mal ganz kurz zu den Sachen, die ich ausgerüstet habe. Also, normal, ich habe den Stab ausgerüstet und den Kurzbogen. Kurzbogen muss immer dabei sein, geht eigentlich gar nicht anders. Hier habe ich Siegel der Treffsicherheit, 7% kritische Trefferchance. Und hier habe ich Siegel des Blutes, 50% Chance bei kritischen Treffer, steht Lebenspunkte.
wenn ich auf den Bogen wechsle, habe ich Siegel der Energie. Erhaltet 50% Ausdauer, wenn ihr im Kampf zu dieser Waffe wechselt. Und hier habe ich halt nochmal Siegel des Blutes, Chance bei kritischen Treffer, stiehlt Lebenspunkte. Amulett habe ich, Marodeur-Amulett. Ist halt auf Kraft, Präzision, Vita und Wildheit ausgelegt. Und hier habe ich überlegene Rune des Draufgängers. Wir bekommen Kraft, Zähigkeit, Kraft, Zähigkeit, Kraft. Und das letzte halt, der nächste Angriff nach einer Ausweichrolle im Kampf verursacht garantiert kritischen Schaden. Das ist ziemlich cool. Und halt die Werte, ja, ihr seht's, Kraft, Präzision ist ziemlich erhöht. Wir haben dadurch noch ein bisschen Vita und Zähigkeit, was uns noch ziemlich gut am Leben hält. Auch wenn wir das Ausweichen nehmen, haben wir ja durch ungehinderter Kampf 10% weniger Schaden und Zustandsschaden. Wildheit haben wir da 201 kritischen Schaden. Und das Ganze haut natürlich ganz gut rein. Mein Bild, was ich hier ausgewählt habe, ist bei der Hilfsfertigkeit zurückziehen. Rollt euch zurück, während ihr heilt und Angriffe vermeidet. Heilt, immobilisieren, Kühle und Verkrüppelung. Das ist gut, weil das eine ziemlich geringe Cooldown-Zeit hat. Das ist sehr nützlich. Alternativ könnte man auch noch das vom Draufgänger, diese psychische Fertigkeit nehmen. Kanalisiert Elan, kanalisiert eure Energie, um Ausdauer und Lebenspunkte pro Puls zu bekommen. Ihr heilt mehr, wenn eure Ausdauer voll aufgeladen ist. Also hier seht ihr ja, bei maximaler Ausdauer 7320, wenn die verbraucht ist, nur 5000. Und aber Ausdauer würden wir kriegen. Da ist die Cooldown-Zeit auch nicht so hoch, das ist auch ziemlich gut. Aber hier ist halt noch ziemlich praktisch, weil wir halt eine Rolle rückwärts machen und halt Angriffe ausweichen. So, als nächstes, was ich habe, ist Siegel der Beweglichkeit. Gewährt erhöhte Präzision. So habe ich halt nochmal mehr Präzision. Und wenn es wirklich mal jetzt die Ausdauer zur Neige geht, können wir halt unsere Ausdauer fast komplett auffüllen. Das ist natürlich sehr praktisch, weil wir dadurch ziemlich gut ausweichen können alles. So, und hier habe ich Handflächenschlag. Schlagt euren Gegner einmal, fügt ihm gewaltigen Schaden zu, betäubt ihn und markiert euer Ziel mit einem Lungenschlag. Das sind halt drei Schläge so hintereinander. Man macht erst den einen, dann den zweiten Handflächenschlag. Ach nee, das waren zwei Schläge hintereinander. Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Aber normalerweise kommt ja doch noch ein Lungenschlag. Es müssen doch drei sein, glaube ich. Na egal. Muss ich gleich nochmal gucken. So, als nächstes habe ich Schattenzuflucht. Wenn es doch mal eng wird und wir irgendwie entkommen müssen oder nochmal zusätzlich Heilung brauchen oder sonst irgendwas und unseren Gruppenmitgliedern helfen, ist Schattenzuflucht sehr hilfreich. Erzeugt eine pulsierende Zuflucht im Zielgebiet, die Verbündete heilt und tarnt. Anzahl Ziele 5, Pulse 5, Tarnung 3 Sekunden für Gegner unsichtbar. Wenn wir jetzt natürlich länger in dem Feld drin stehen bleiben, bekommen wir halt natürlich erst die richtige Tarnung. Wenn wir sofort rausrennen, ist sie vorbei, aber so haben wir hier, was ist 10 Sekunden, glaube ich, Tarnung oder so. Und das ist schon ziemlich cool. Und als letztes habe ich Effektschlag. Schlagt auf einen Gegner ein und betäubt ihn. Das sind drei Schläge hintereinander. Und zwar schlägt man auf den Gegner ein, betäubt ihn, danach aufwärts haken und macht Schaden. Und zum Schluss, das ist jetzt ziemlich gut, wenn der Gegner schon liegt auf dem Boden in Downstead, dann können wir ihn dadurch sofort finishen. Das ist sehr praktisch und geht dadurch ziemlich schnell. Ja, zum Kurzbogen muss ich glaube ich nicht viel sagen. Das ist halt so der Retter in der Not, wenn man nochmal schnell vorankommen will. Ne? Entkommen aus
gefährlichen Situationen plus das schnelle Laufen ist das natürlich gut. Wir können die Ausdauer wieder auffüllen und können halt nochmal laufen und dann können wir uns wieder wegschießen und all so eine Sachen. Das klappt natürlich sehr gut. Jetzt zeige ich euch mal kurz noch die DPS-Anzahl, weil der macht eigentlich ziemlich gut Schaden, muss ich sagen. Ich kann mich, also ich weiß nicht so genau, vorher habe ich durch Pistole gespielt. Ist auch gut. Ich weiß nicht genau, womit man mehr Schaden macht, aber der Draufgänger, so mit dem Bild, komme ich sehr gut klar. Man kann gut ausweichen, macht Schaden und ist natürlich sehr spaßig. So, ich zeige euch nochmal kurz hier den Stabschlag. Schlag auf einen Gegner ein, zweites Mal und wir machen Verwundbarkeit. Hier schwächen wir den Gegner nochmal mit dem zweiten. Es sind mehrere Schläge. Wir können immer so. Oder wenn wir uns mal aus einer Betäubung oder Verkrüppelung, Immobilisierung befreien müssen, können wir 3 drücken und wir rollen uns zurück. Und der Gegner wird dadurch auch noch gleichzeitig immobilisiert. Quatsch. Wird verkrüppelt, Entschuldigung. So, und die vierte Fertigkeit ist halt, er schlägt so auf den Boden, da ist die Reichweite ein bisschen höher, 600 ungefähr. Da können wir unseren Gegner halt mit blenden. Das ist auch ziemlich praktisch. Und die fünfte ist Sprung. Springt auf euer Ziel und zu verwundet Gegner beim Aufprall. Die kostet 5 Initiative, haut aber sehr viel Schaden raus. Ihr seht hier, die crittet fast jedes Mal 5000. Das ist ziemlich gut. So, ich zeige euch jetzt mal kurz meine Schlagkombination, was man hier halt so machen kann. Stehlen, das, das, das. Dann haut er ziemlich gut Schaden raus. Wir können uns unsichtbar machen, den auf den Boden knallen, den einen draufhauen und links und rechts Kombination und halt den finishen, wenn er am Boden liegen würde. Mittlerweile ist dann auch wieder Fausthagel frei und das klappt da natürlich sehr gut. So. Zack, zack, zack. Und zack. Unsichtbar und es liegt da wieder. Na gut, damit können wir auf jeden Fall sehr gut entkommen. Gut. Das war's jetzt eigentlich auch schon. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das war's jetzt eigentlich auch schon zu meinem Draufgängerbild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ihr andere Builds, lasst ruhig einen Kommentar da. Sagt mir, wie ihr den Build findet, wenn ihr ihn selber mal ausprobiert habt. Ich finde, er macht sehr viel Spaß. Er ist sehr agil, dynamisch und wenn man eine ganze Zeit den gespielt hat, fühlen sich alle anderen Klassen, wenn ihr noch andere Klassen habt, ziemlich lahm an. Muss man sich dann erstmal umgewöhnen, dass man nicht mehr so schnell laufen kann. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dann, Leute. Tschüss.